jetzt auf DEFCON 2. Was zur Hölle ist da los, Lieutenant? Er ist wieder aufgetaucht, Mr. President. Ich bin sicher, Sie alle kennen diesen Mann. Es ist Yuri, der geflohene Chefstratege des sowjetischen Premiers Romanov. Während wir gegen die Sowjets gekämpft haben, nutzte Yuri seine Fähigkeiten der Gedankenkontrolle, um seine eigene Geheimarmee zu gründen. Eine Gruppe von Yuris Neulingen hat die Insel Alcatraz hier bei San Francisco besetzt. Sie haben dort eine Art Gerät aufgebaut. Was für ein Gerät? Diese Frage will ich Ihnen beantworten, Mr. President. Yuri? Wir bezeichnen dieses Gerät als Psychodominator. Ein ganzes Netz dieser Geräte ist rund um den gesamten Erdball verteilt. Noch mehr von Ihren Gedankenkontrolltricks? Keine Tricks, Mr. President. In wenigen Augenblicken werde ich eine Flutwelle psychischer Energie freisetzen. Und mit deren Hilfe habe ich die Gedankenkontrolle über den ganzen Planeten. Dann gibt es keinen freien Willen mehr. Nur noch meinen Willen. Yuri. 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 Der Krieg ist längst vorbei. Können wir nicht ganz einfach miteinander auskommen? Wir wären unter Umständen zu einer Generalamnestie bereit. Ihr Land braucht einen Anführer. Und der könnten Sie sein. Wieso sollte ich mit einem einzigen Land zufrieden sein, wenn ich doch die ganze Welt beherrschen kann, Mr. President? Sie können uns nicht drohen. Wir sind das mächtigste Land der Erde. Wie Sie wissen, haben wir den Krieg gewonnen. Ach ja, wirklich? Das sehe ich anders. Mr. President, irgendetwas passiert hier. Das Gerät wird offenbar aktiviert. Greifen Sie mit Flugzeugen an. Ich will, dass dieses Gerät zerstört wird. Befehlsstab hier, Mojo 1. Wir sind in Position. Roger, Ziel befindet sich auf Alcatraz. Angriffsvektor 270, Entfernung 10 Meilen. Ziel erfasst. Angriff! Angriff! Genosse Anführer, die alliierten Hunde haben eines unserer Kraftwerke in San Francisco beschädigt. Der Psychodominator auf Alcatraz wird nicht funktionieren. Wirklich bedauerlich. Wir haben aber noch andere Geräte. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, sie zu aktivieren. Die Lage sieht übel aus, Commander. Yuris Truppen ist es gelungen, zwei von seinen Psychodominatoren zu zünden. Ein großer Teil der Weltbevölkerung besteht jetzt aus Yuri-Sklaven. Glücklicherweise wird das Gerät hier in San Francisco mit zu wenig Energie versorgt. Es ist nicht aktiviert worden. Noch nicht. Augenblick, Commander. Unser Spezialagent Tanya hat Neuigkeiten. Es gibt vielleicht noch einen Ausweg, Commander. Doc Einstein hat ein neues Spielzeug. Er hat es zwar noch nicht getestet, aber es könnte ein Versuch wert sein. Stimmt's, Doc? Ach, Doc! Oh, ja. Ja. Das hier ist der Prototyp meines Temporalversetzers. Wir können damit unsere Truppen zeitlich zurückversetzen, wenn meine Berechnungen stimmen. Mit Glück verhindern Sie damit vielleicht das ganze Psychodominator-Desaster, bevor es stattfinden kann. Aber wir sollten keine Zeit verlieren, Commander.
Juris Truppen versuchen, unsere Kraftwerke zu besetzen. Die Energie wird dann umgeleitet in den Psychodominator. Docs Zeitmaschine braucht auch Energie, deswegen ziehen sie los und kapern sie sich selbst einige Kraftwerke. Hey, ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Ich bin Spezialagentin, Commander, keine Strategin. Und in so einem Augenblick wünschte ich, dass General Carvel noch unter uns weilen würde. Wenn mein Gerät funktioniert, Miss Tanya, könnte Ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Wenn Sie zurückkehren in die Vergangenheit, kontaktieren Sie mein früheres Ich. Vielleicht bin ich imstande, Ihnen zu helfen, ja? Warte. Sieht aus, als wäre ich fürs Erste außer Betrieb, Commander. Führen Sie das Begonnene zu Ende. Ich bin K.O., aber Unkraut vergeht nicht. Los, Jungs. Die Vergangenheitsreise eröffnet uns eine weitere Möglichkeit, Commander. Präsident Hugen ersuchte mich gleich nach unserer Ankunft, einen alten Freund zu kontaktieren. Ich hoffe, Sie sitzen gut. Ah, Commander. Wie ich so höre, ist die Zukunft auch nicht mehr das, was sie mal war. Tja, und wir dürfen sie jetzt gerade rücken. Laut Einsatzbefehl 9066, der übrigens erst in ein paar Monaten geschrieben werden wird, da verknotet man sicher die noch vorhandenen Gehirnstränge bei all diesem ganzen Zeitreisekram. Naja, was soll's. Also das Wesentliche an der Sache ist, dass wir involviert sind bis zum bitteren Ende. Wir haben einen Job zu erledigen. Der Lieutenant weist sie noch ein. Commander, Yuri hat die Herrschaft über Hollywood mit Hilfe seiner Gedankenkontrolltechnik erreicht. Er benutzt jetzt die Medien und verbreitet unterschwellige Propaganda. Hier ein Beispiel. Wir haben uns aber erlaubt, die Gedankenkontrolle rauszufiltern. Wir führen einen Überlebungs- oder Todeskampf gegen die Mächte des Kapitalismus. Nur vollkommenes Vertrauen in Yuri kann euch beschützen. Nur totale Willfährigkeit wird euer Leben retten und das eurer Familien. Vergesst euren Verstand und verwerft euch meinem Willen. Je weniger ihr wisst, desto besser läuft alles für euch. Ich bin Yuri. Gehorcht mir. Wir empfangen gerade über Satellit eine Videoübertragung, Commander. Vom Milliardär Bing. Er ist der Vorsitzende der Massive Soft Corporation in Seattle, Washington. Ich verbinde Sie jetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich online bleiben kann. Juris Truppen schleichen über das ganze Massive Soft Firmengelände. Er hat abschussbereite Atomraketen und droht ganz Seattle einzuäschern, wenn ich seinen Geldforderungen nicht nachkomme. Außerdem zwingt er unsere Entwicklungsabteilung Spezialprojekt genetische Software. Eine furchtbare Nachricht, Commander. Professor Einstein ist gefangen genommen worden. Und wir meinen, dass Yuri ihn zur Verbesserung der Psychodominatorentechnik zwingen will. Wenn der Professor Yuri hilft, wird dieses Psychodominator-Netzwerk noch schneller fertig. Wir können das nicht zulassen, verdammt! Gentlemen, unsere Spionagesatelliten haben einen riesigen Laborkomplex in Australien geortet. Das scheint die Anlage zu sein, in der Yuri sich mit Klonen beschäftigt. Der Geheimdienst kennt einige seiner Pläne. Er will hochrangige alliierte Persönlichkeiten kidnappen und dann durch Klone ersetzen. Commander, einige unserer besten Agenten haben ihr Leben geopfert für diese Information. Die Männer sollen dieses Opfer nicht umsonst gebracht haben. Zerstören Sie dieses Labor! Eine gute und eine schlechte Nachricht, Commander. Das Ergebnis des Krieges ist unverändert. Die Sowjets haben kapituliert. Die schlechte Nachricht ist, Yuri ist noch in Freiheit. Die Regierungschefs wollen kein Risiko eingehen. Sie treffen sich an einem geheimen Ort wegen Unterzeichnung eines Vertrages mit den Sowjets. Auf Anweisung des Generals soll eine Guten Tag, Lieutenant. Wo findet dieses streng geheime Treffen der Regierungschefs statt? Ich kann nicht. Sag es mir. London, England, Parlamentsgebäude. Was zum Henker ist da los? Wir ordnen eine nicht genehmigte Übertragung. Stören Sie die Satellitenverbindung. Befördern Sie die Verbindung sonst wohin. Diese
Dieser Verrückte ist mit allen Wassern gewaschen. Da er die alliierten Anführer nicht klonen kann, muss er es auf die direkte Art versuchen. Sie werden jetzt in London den Vertrag mit den Sowjets ratifizieren. Na los, nach London mit Ihnen, Commander, und Sie beordern einen Sanitäter zum Lieutenant. Commander, ich habe versagt. Ich habe die ganze Unternehmung gefährdet, weil ich Juri sagte, dass das Treffen der Regierungschefs in London ist. Und aus diesem Grund möchte ich mit sofortiger Wirkung... Quatsch mit Soße! Lieutenant, Sie sind ein wichtiger Bestandteil dieses Teams! Wenn Sie denken, Sie wären der einzige Officer, der von diesem verrückten Hirnlos gemacht wurde, können Sie gern die Fliege machen. Andernfalls will ich aus Ihrem schönen Mund nichts mehr hören über Rücktritte. Gehören Sie noch dazu? Ja, Sir. Danke, Sir. Also jetzt sollten wir uns diesen Verrückten schnappen, bevor er noch weiteren Mist baut. General, Sekunde, ich habe da was. Reden Sie, ich höre. Ich habe Juris Transaktionen trianguliert, Sir. Ich habe jetzt einen genauen Standort. Schönes Arbeiten, Lieutenant. Das soll mich doch einer in Sirup tauchen. Der Kerl verbirgt sich in der Antarktis. Okay, Sie sind dran, Commander. Der ganz große Fisch. Vorbereiten für eine Angeltour. Sei schön brav, sonst kriegst du heute keinen Nachtisch. Ich bin Juri. Ihr werdet mir gehorchen. Wir haben ein nettes, sicheres Plätzchen für ihn, wo er den Rest seiner Tage verbringen kann. Professor Einstein nennt es psychische Isolationszelle. Ich danke Ihnen, Commander. Jetzt wird nichts mehr kontrolliert, nicht die kleinste Fliege. Was ist hier los? Wir machen eine temporale Verzerrungswelle aus, General. Das sind die beiden Zeitlinien, Lieutenant. Sie verschmelzen. Eine Folge von Ereignissen muss jetzt über die andere dominieren. Verschmelzung der beiden Zeitlinien in 3, 2, 1. Wir sind jetzt auf DEFCON 2. Was zum Teufel ist da los, Lieutenant? Er ist wieder aufgetaucht, Mr. President. Und läuft's gut, Mr. President? General Carver, Sie sind Zeitreisen. Doch... Noch nie was davon gehört, Sir. Gefällt Ihnen das? Der Präsident hat zur Siegesfeier ins Weiße Haus geladen. Ich dachte, wir beide könnten vielleicht... Kommen Sie, Commander. Irgendwie war das so nicht geplant. Professor? Doc? Sie haben doch noch diese Zeitmaschine, ja? Gut, könnten Sie mich zurückschicken? 2 Stunden in Ihren Zeitlinien gibt's anscheinend einen Knick. Sehe ich Sie in der Neufassung? Verehrter Genosse General, ich freue mich, Sie wiederzusehen, sogar unter diesen Umständen. Der Verräter Juri hat inzwischen 2 seiner Psychodominatoren aktiviert. Und somit kontrolliert er Städte auf dem ganzen Erdball. Katastrophal. Aber wir haben von einem Plan der Amerikaner erfahren, die Ereignisse der letzten Stunden zu verändern. Genosse, bitte warten Sie. Ich empfange eine verschlüsselte Mitteilung auf einer sicheren Wellenlänge. Genosse General, es tut gut, ein treues Gesicht wiederzusehen. Wir haben leider wenig Zeit für unser Gespräch. Die Alliierten entwickeln eine neue Technologie, um die Möglichkeit zu haben für Zeitreisen. Die Amerikaner bauen diese Maschine, um an den Anfang des Krieges zurückzukehren. Dann werden sie Juris Psychodominatoren vernichten, bevor sie völlig fertiggestellt sind. Genosse General... Wenn Sie diese amerikanische Zeitmaschine erbeugen, dann haben wir die Möglichkeit, die Geschichte zu verändern und einen sowjetischen Sieg zu feiern. Das Schicksal der Sowjetunion, ja der ganzen Welt, liegt in Ihrer Hand. Ich muss gehen. Genossin Sophia hat eine Nachricht aufgenommen, die Sie bitte meinem früheren Ich übergeben. Das ist Daniel, Genosse General. Sehr spannend, Genosse. Ich habe gehört, Sie kommen aus der finsteren und furchtbaren Zukunft.
Hier in diesem Bericht von Ihrem Kommunikationsofficer steht zu lesen, dass die Alliierten mit Hilfe eines hinterlistigen Gerätes den Krieg gewinnen werden. Der Chronosphäre, mit der sie in Moskau einfallen. Sie müssen sich nach Deutschland begeben. Zerstören Sie Einsteins Labor, bevor er dieses Teufelsgerät Chronosphäre erfinden kann. Die Alliierten beenden ihren läppischen Widerstand und schließen sich unserer glorreichen sowjetischen Sache an. Dann kümmern wir uns gemeinsam um diesen Verräter Juri. Kennen Sie schon das staatliche Nachrichtenmagazin? Der Krieg ist vorüber, Genosse General. Die Alliierten haben kapituliert. Jetzt kämpfen sie an unserer Seite gegen den Verräter Juri. Alle Sowjetbürger möchten Ihnen von ganzem Herzen danken. Nastrovje! Dem Bericht unseres Geheimdienstes zufolge wird ein weiterer Psychodominator gebaut, und zwar in London. Unser Premierminister will, dass Sie ihn zerstören, bevor Juri reagieren kann. Genosse General, ich habe furchtbare Nachrichten. Premier Romanows Flugzeug ist auf dem Rückflug nach Moskau abgeschossen worden. Es ist über Marokko abgestürzt. Wir glauben, dass Premier Romanow lebt und sich in der Stadt versteckt. Ah, mein guter Freund. Ich bin wieder da, wo ich hingehöre, gesund und außer Gefahr. Der Verräter Juri baut eine Flotte von Boomer-U-Booten auf. So kann er Raketen abfeuern auf jede Stadt seiner Wahl. Sophia kann ihm noch mehr erzählen. Sie müssen vorsichtig sein, mein Freund. Juri hat bestimmt noch mehr Überraschungen geplant, wenn ich nicht irre. Wirklich gut gemacht, Genosse General. Wir kennen jetzt den Flugplan von diesem Raumschiff. Es ist programmiert auf den Flug zum Mond. Wir müssen herausfinden, wieso. Sie haben doch Kosmonautentraining, ja? Der Start verlief ohne Komplikationen, Genosse General. Sie treten gleich in die Mondumlaufbahn ein. Ihre Bremserketten sollten automatisch zünden. Dies erlaubt eine sanfte Landung. Seien Sie vorsichtig, mein General. Sie haben viele Gründe, heil und gesund wiederzukehren, oder? Die Bremserketten zünden in 3, 2, 1... Raumschiff ist gelandet, Genosse General. Die Fahne der Sowjetunion weht auf dem Mond. Ein Minischritt für Genosse General, ein gigantischer Sprung für das sowjetische Volk, ja? Ich gratuliere, Genosse General. Oder sollte ich sagen, Kosmonaut General? Wir haben den Standort von diesem Verräter entdeckt. Juri kommandiert seine Truppen von seiner alten Heimat aus, von Transsilvanien. Er ist wie so ein Monster aus manchen Filmen, ja? Ich bin sicher, er hat schon wieder einen Plan, um die Welt zu beherrschen. Genosse General, beenden Sie das. Zerstören Sie das Schloss und begraben Sie das Monster unter den Steinen. Dieser Auftrag könnte Ihr gefährlichster werden, Genosse General. Die ganze Welt schaut Ihnen zu und wartet. So weit gekommen zu sein, nur um dann zu scheitern, das ist undenkbar. Sie dürfen nicht versagen. Verzeihen Sie mir meine Offenheit, aber ich finde, Sie sollten wissen, dass ich auf Sie warte. Ich hoffe, wir sehen uns in Moskau. Die Winter dort sind kalt, ja. Aber dieser Winter könnte anders sein. Das Schloss haben wir jetzt, mein General. Ich wusste, dass Sie siegen würden. Genosse General, wir haben unter dem Schloss einen dramatisch ansteigenden Energieausstoß. Die Kennung der Signaturwelle gleicht der Verzerrungswelle der Zeitmaschine. Ich fand Ihr kleines Spielzeug in San Francisco. Die Reparatur war ganz problemlos. Genosse, es ist zu spät. Die ganze Welt und die ganze Geschichte gehören mir. Ich bin jetzt der Herrscher der Welt.
Wir können noch auf die Steuerkurz der Zeitmaschine zurückgreifen, Genosse General. Ich habe die Kontrolle außer Kraft und die gesamten Energiereserven freigesetzt. Sie wissen vielleicht noch, was für Schwierigkeiten wir selber hatten, als zu viel Energie in die Maschine geleitet wurde. Die Energiereserven der Maschine sind damit völlig erschöpft. Yuri kann die Maschine ohne weitere Energie nicht benutzen. Er ist somit gefangen in der Zeit. Was ist das? Wer ist da? Der Zeitreisenden wurde der Verräter Yuri besiegt. Sowjetische Truppenparade auf der Wall Street, wo die Aktienbörse endgültig ihre Pforten geschlossen hat. Ein goldenes Zeitalter der Erforschung des Weltalls, dank Premierminister Romanov und seinem mutigen neuen Raumfahrtprogramm. Ihr könnt schon sagen, was die Zukunft noch alles bringen wird. Der Kommunismus lässt die engen Grenzen unseres Planeten hinter sich.